Immer noch auf dem Fahrrad sitzend heiße ich herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rot. Wobei eigentlich sitze ich auf meinem absolut tollen neuen Computerstuhl, der eher an 10-Jährige gerichtet ist. Ja, das ist alles traurig und so weiter und so fort. Aber muss halt so sein. Auf jeden Fall fighten wir jetzt weiter. Ja. Letztes Mal habe ich schon so ein bisschen was erläutert über Rubinischara. Vielleicht soll ich diesmal ein bisschen was erläutern, wie ich überhaupt auf Let's Plays gekommen bin. Ja, es fing eigentlich alles damit an, als ich 2010 Internet bekam. Ja. Dann war bis ab Ende April 2010 kein Internet. Jetzt erstmal noch hier mal ein bisschen was säubern. Ja. Hier scheint es anscheinend keinen mehr zu geben. Keinen Trainer mehr. Ja. Und da habe ich nämlich nach Videos zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit, ja, der zweite Teil, habe ich gesucht und habe da Videos gefunden von einem YouTube-User, der leider heute seinen Kanal nicht mehr hat. Wenn wir übrigens hier entlang surfen, geht es zum Kraftwerk, wo wir Zapdos fangen können. Ja. Und hier haben wir ein Pokémon Center. Das ist eigentlich ganz schön praktisch. Wer es so findet, der hat recht. Ja, und ich habe momentan Zimmerbeleuchtung an. Das finde ich jetzt nicht so gut. Vielleicht mache ich sie ja aus. Denn ich meine, es ist hell genug. Wir haben noch helllichten Samstag. Jetzt, wo ich das aufnehme. Ja, was soll ich sagen? Da habe ich mir natürlich jetzt Plays zu allen drei Teilen angesehen. Und darunter ist auch mein absoluter Lieblings-Let's Play. Also der erste Let's Play, den ich wirklich verfolgt habe, war auch gleichzeitig mein Lieblings-Let's Play. Der von SBLord 3D zu Mario und Luigi Superstar Saga. Und ich fand nicht nur das Spiel cool, sondern auch wie er das Spiel rübergebracht hat. Also ich fand den Let's Play, den fand ich so genial, dass ich gedacht habe, sowas musst du auch irgendwann mal machen. Und jetzt, gerade mal erst 2,5 Jahre später, traue ich mich das zu machen. Ja. Weil ich damals halt noch nicht die Möglichkeiten hatte dazu. Ihr müsst wissen, ich hatte einen alten PC, der war nicht geupdatet. Jetzt zum Glück habe ich ja jetzt einen neuen PC. Ja. Und da ist das alles schon mal möglich. So. Jetzt sage ich euch gleich, was Blitz kann. Blitz war, glaube ich, nicht immer, nicht so wie Zerschneider, immer eine VM, sondern auch manchmal eine TM. Ja. Und ja, man erkennt hier kaum was und deswegen bringe ich jetzt, sogar das Menü erkennt man gar nicht. Gut, dann bringe ich jetzt Licht in die Sache rein. So, jetzt erkennt man alles. Eigentlich ist es genauso eine Höhle wie der Mondberg, halt bloß etwas komplizierter aufgebaut. Ja. Und wie gesagt, ich fand den Let's Play so genial, dann habe ich mir das Spiel auch gleich selbst geholt und habe da mal meine ersten Let's Play-Versuche gemacht. War natürlich nichts Besonderes, habe ich noch alles mit meinem Handy abgefilmt. Ja. Ja, und dann habe ich später dann alle anderen Let's Player kennengelernt, wie Rubinischara, Geilkind, Let's Play Markus und so weiter und so fort. Wobei, ich muss auch sagen, ich habe Rubinischara nur kennengelernt dadurch, dass ich den Let's Play Streetgather von Pokémon Feuerrot Edition angeguckt habe. Ja, von Markus halt. Aber den habe ich auch nicht von ganz am Anfang gesehen. Ich meine, ich hatte ja Internet, bevor Markus im Let's Player war. Ich habe es dann so etwa bekommen, als Gronkh aufgestiegen ist. Kann man ja eigentlich auch Fahrrad benutzen, weil das wäre mir lieber. Ich wisch mal kurz diesen Fleck hier weg. Ja, man kann es benutzen. Das macht mich fröhlich und happy. Ja. Hier werden wir natürlich nicht von wilden Pokémon verschont, aber ich sollte vielleicht mal Schutz auftragen. Weil die Level, die gehen wirklich nicht. Wartet kurz, Leute, ich muss mal kurz gucken, ob mich jemand gerufen hat. So, Leute, es hat mich doch keiner gerufen. Übrigens, ich habe auch das Fahrrad angemacht wegen der Musik. Weil, ja, irgendwie klingt die Musik von der Höhle nicht so gut. Außerdem habe ich Schutz aufgetragen. Ja, also wie gesagt, mich hat keiner gerufen. Und mal sehen, ob es hier irgendwo lang geht, weil dann nehmen wir nämlich das Tunnelsystem.
Ja, also Schutz ist aufgetragen. Uns kann also nichts passieren. Wir stehen auch momentan bei 4 Minuten. Ja. Der Schutz ist nicht mehr haltbar. Das ist traurig. Wahrscheinlich ist die Höhle gar nicht mal so groß schlussendlich. Wer weiß. Vielleicht kommen wir ja hier schon in diesem Part durch, aber ich bezweifle es mal. Ich lasse alles offen. Ja. In Höhlen ist es halt meist immer so nervig wegen den Pokémon halt, die da die ganze Zeit aufkreuzen. Übrigens bei der Fahrradmusik ist einem aufgefallen, ist mir aufgefallen, dass in der ersten Generation die Musik beim Fahrrad gleich bleibt, wenn man eine Stadt verlässt oder einen Ort halt. Weil bei den anderen Editionen ist es immer so, dann geht die Musik aus und dann kommt die Musik der jeweiligen Stadt bzw. Route. Ja. Ja, das ist jetzt der 16. Part. Wir haben 3 Orden, das ist eigentlich ganz anständig. Aber ich sage nur anständig, weil ja, es ist halt nämlich so, ich hätte viel früher beginnen müssen mit Let's Playen, weil sonst hätten wir nicht diesen Part-Stress. Jetzt muss ich leider einen meiner Diener töten, müsste man eigentlich sagen, oder es gibt keinen Tod, es gibt, ich meine, es gibt die Pokémon, sterben die Pokémon nicht, sondern sie gehen einfach nur K.O. Aber ich muss ihn leider quälen. Ja, mal wieder die dumme, umgeremixte Musik, die mir nicht gefällt. Ja. Und schön, dass da so viele Trainer vorkommen. Das tut den Part natürlich mal wieder in die Länge ziehen. Aber wenn einem die Pokémon nicht aufhalten, dann sind es meistens die Trainer. Level 41, das ist ein Level entfernt von 42. Falls ihr den guten Luke Milov kennt. Der nach wie vor mein Lieblings-Player ist übrigens. Ja. Findet ihr das eigentlich gut, dass wir auf Level 41 sind und gerade mal nur 3 Orden haben? Weil ich meine, das ist doch schon anständiges Futter. Ja. So, jetzt kommen wir zu dir. Ja, dazu kann ich nicht viel sagen. Es ist einfach so, ja, während die Pokémon auf Level 30 würden sie mir vielleicht Probleme bereiten, aber ja, ist natürlich nicht so. Ja. Jetzt beginne ich auch langsam wieder Part aufzunehmen, weil ich am Wochenende einfach mehr Zeit habe. Müsst ihr wissen. In Gedanken bleibe ich bei euch, zack. Ja, Wanderer. Gut, zuvor prüfe ich nochmal nach, ob da unten was ist. Oh Mann. Schutz, vergeht doch nicht so schnell. Ja. Okay, das ist eine Sackgasse. Das wissen wir jetzt auch. Wo ging es da nochmal lang? Ach, dahin. Der Schutz ist nicht mehr aktiv. Gut, dann aktivieren wir den Schutz nochmal. Gut, wir haben jetzt alles gesäubert, jetzt können wir in den nächsten Bereich gehen, in das nächste Area, sozusagen. Und es sieht wirklich schon nach Ausgang aus. Ja. Ich meine, wir graben bitte schön so einen Tunnel.
Man müsste doch erstmal auf die Idee kommen, das zu tun. Also ich musste sagen, dieser Architekt, der war jetzt nicht so, wie soll ich sagen? Ach, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall egal. Jetzt kommt Marcello. Macholo heißt er eigentlich. Ja, ich klicke einfach so voran. Ich weiß nicht, was ich tue, aber auf jeden Fall ist es wirksam, könnte man sagen. Strike! Ja, freut euch schon mal auf das, was uns in Safronia City erwartet. Das ist nicht witzig. Ja. Ja. Jetzt kommen wir hier noch zu dem alltäglichen Wahnsinn als Pokémon-Trainer. Kann halt gegen irgendwelche Trainer kämpfen. Ja, vor allen Dingen ist so ein Tunnel eigentlich immer so durchschaubar. Man erwartet Kampf-Pokémon, man erwartet Gestein, man erwartet Boden. Ja. Und da passt halt meist Wasser- und Pflanzen-Pokémon gut zusammen, ja. Ihr wisst ja, wie wir das Onix total zerstückelt haben im ersten Arena-Kampf. Vielleicht könnten wir mal über Pokémon-Rivalen reden, das ist mir jetzt gerade eingefallen, ja, Digimon und, oder auch Dinosaur King, aber das zähle ich jetzt nicht wirklich. Ja, man muss auch wirklich sagen, in einer Sache hat Pokémon schon mal die schlechteren Karten, würde ich sagen, und zwar im Anime. Der Schutz wirkt nicht mehr. Aber Pokémon, wir müssen es einfach zugeben, Pokémon ist eher eine Videospielmarke anstatt eine Anime-Marke. Trotzdem sind die Folgen gut, vor allen Dingen die alten. Ja, und vielleicht brauchen wir doch einen Part mehr. Kommt darauf an, bei welcher Zeit wir denn jetzt stehen. Ich glaube bei 13 Minuten oder so. Aber ich sage euch eins, im nächsten Part sind wir schon sicher in Lavandia. Da müsst ihr auch mal, da muss ich ja wieder was zählen dazu. Da müsst ihr mal zur Musik hören. Dann setzt Georg ein. Wie sieht denn das aus? Also, ja, die Sprites, die sind nicht so sonderlich gut in diesem Spiel, aber man muss wirklich sagen, für Gameboy-Verhältnisse ist es eine gute Grafik, könnte man sagen. Ja. Level 42, oh mein Gott, jetzt kann nur noch ein Unglück geschehen. So Leute, jetzt muss ich kurz cutten, mal sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Ja Leute, die Zeit ist leider schon vorbei, ich speichere jetzt nur noch ab. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Pokémon Rot. Es geht auf jeden Fall cool weiter. Ja, mit dir wollen wir nicht mehr sprechen. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Dann wollen wir mal sehen, was die 42 uns bringt. Gutes oder schlechtes, ich weiß es nicht.